Ja, ihr seid mal fleißig am Bauen, das ist gut. Allerdings muss ich brezeln. Allerdings muss ich schnell Probleme beheben. Zum einen war hier irgendwas kaputt? Nee. Aber die Munition bekommt nicht nur kein Kupfer mehr, sondern auch kein Eisen. Und das ist nicht so schön. Wobei die Fließbänder alle noch voll sind. Also es ist kein wirklich so super duper schlimmes Problem. Aber es ist halt nicht schön, wenn dann mal was an Munition verbraucht wird, dass es dann nicht instant aufgefüllt wird. Das heißt, ich schmeiß einfach hier mal ein Stack rein. Achso, du hast auch noch einen riesen Puffer an Eisenblöcken. Ja gut. Da wurde in den Kommentaren also einen dicken übertrieben. Ist okay. Du hast auch noch 100 Eisenblöcke. Ah, es hält eine Weile. Gut, gut. Also hier ist okay. Dann kann ich mal ein paar von den Akkus schon setzen. So. Und noch ein paar davon. So. Wie schaut es hier aus? Kommt hier überhaupt Strom noch irgendwie zustande? Da nicht. Da wird was kaputt gemacht. Und wir haben hier keine Robo-Abdeckung, deswegen wurde es nicht instant ersetzt. Bau einfach mal da ein paar Boiler. Kannst das ruhig abbrechen? Genau. So. Sollte jetzt... Wer hat die Kiste aufgefressen? So. Sollte jetzt also ein bisschen besser hinhauen mit dem Strom. Was wollten wir noch alles machen? Ich wollte mehr Roboter bauen, damit hier das Ganze mehr klappt. Forschung hatte ich, glaube ich, erstmal eingestellt. Um die Ressourcen ein wenig zu entlasten. Du brauchst immer noch Kupfer und ich habe keinen Kupfer, jedenfalls nicht wirklich. Ich hätte gern ein bisschen was so weggenascht von der Sniper-Munition. Genau. Um die paar einzelnen hier. Wow, du siehst sehr kaputt aus. Um die einzelnen Türme hier zu versorgen. Es gab übrigens auch den Vorschlag, dass ich keine Sniper-Türme nutzen sollte, sondern doch lieber die normalen Gatling-Tower. Weil sie halt wesentlich schneller die Viecher töten. Der Sniper-Turm schafft es nicht, mit einem Schuss einen Gegner zu zerstören und schießt halt sehr langsam. Ein Gatling-Tower wäre schneller. Problem ist bei dem Gatling-Tower halt, dass die Reichweite extrem kürzer ist. Also ich glaube, nicht mal die Hälfte von der Reichweite und das bringt halt nicht wirklich was. Dann bräuchten wir... Wo ist der Feind? Da unten. Nicht mit dem Raketenwerfer. So. Also Gatling-Türme bringt es nicht wirklich, weil dann müssten wir alle zwei Felder einen Gatling-Turm aufstellen und das klappt nicht so wirklich. So, wirst du automatisch gesetzt. Hier ist ein Roboport, du solltest eigentlich anfliegen. Ist nur eine Frage der Zeit, richtig? Ich denke schon. Obwohl, warte mal. Muni einmal auffüllen bitte fürs Präzisionsmaschinengewehr-Dingens. Und dann kriegst du hier noch ein paar davon und ein paar davon. Und das wird ersetzt. Ja, super. Reparieren tun sie gerade nur nicht. Oder es dauert zu lange. Ich schmeiß mal noch in irgendeins der Roboports ein paar von den Repair Packs rein. Was fehlt? Kupfer. Ja, es fehlt immer Kupfer. Verdammt nochmal. Genau. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Ding. Du hast 25 Repair-Teile. Ich nehme noch mehr. Und du darfst raus. Gut. Also Muni ist okay, Strom ist so lala, da muss ich halt immer mal wieder zwischendurch nachsitzen. Eine automatische Versorgung mit Eisen wäre sehr schick oben zu haben. Wäre allerdings wuselig hochzubekommen. Was spricht dagegen, wenn ich die Munitionssachen ebenfalls nach unten setze? Ich habe keine Versorgung mit Wasserstoff. Wasserstoffversorgung unten aufzubauen wäre allerdings nicht besonders kompliziert, oder? Ich meine, wir haben hier einen kleinen See. Wir haben da das Metall. Hatte ich für hier was angedacht? Ja. Hier ist die Entladestation irgendwie von dem Erz später. Es muss erstmal so laufen. Und das läuft dann später mit Robotern irgendwann irgendwie. Irgendwo. Her damit, her damit. Brauche ich für alles Mögliche. Und ich brauche auch ganz viele Grüne. Nom nom nom. Nom 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 nom. Und damit hätte ich gerne die hergestellt, wenn ich Stahl hätte. Stahl wird natürlich auch nicht mehr hergestellt, weil wir keine automatische Stahleinschmelze haben. Weil wir allgemein viel zu wenig Eisen haben. Ich glaube,
ich mache jetzt doch ein langes Fließband. Obwohl ich gerade gemeckert habe, dass es zu nervig wäre, das Eisen von hier nach da oben zu bringen, bringe ich jetzt das Eisenerz von da oben nach hier unten. Was nicht wirklich viel anders ist. Ja. Aber ich mach's trotzdem. So, du kriegst hier Muni. Kriegst noch eine Kiste daneben und ein Ärmchen. So. Neue Muni. Du brauchst Eisen, du brauchst Eisen. Ihr braucht alle Eisen. Check ich nicht. Ist hier noch irgendein Engpass? Nicht wirklich. Ich könnte die später mit Speedmodulen ausrüsten, aber momentan brauchen wir es noch nicht. Nee, okay. Da. Ja, eigentlich bräuchte ich jetzt ganz viele Grinder, um auch die Eisengeschichte komplett ordentlich hinzubekommen. Aber ne, Kupfer haben wir nicht so viel wie Eisen, langfristig gesehen. Eisen haben wir noch da und da. Also ich laufe jetzt nach oben und bringe jetzt von oben das gesamte Eisen hier nach unten. Das heißt, die hören erstmal auf. Du kommst erstmal mit. Es werden sehr, sehr viele Fließbänder. Habe ich hier noch irgendwo welche gehabt? Also ja. Sehr gut. So. Ich mach's, glaube ich, am besten an dem Munitionsband lang. Und unterirdisch irgendwie. Bist du eine gelbe Kiste? Nein. Da ist eine gelbe Kiste? Ja. Du bekommst jetzt mal noch mehr davon, davon und hier. Da. Und sonst nichts. Und dann bau bitte ganz normal Untergrundbells. Nicht diese super duper langen, wie hier zum Beispiel, weil die brauchen wir gar nicht. Und die nehmen nur Platz weg. Darum, darum. Stopp, bevor ich jetzt ganz runtergehe, wird es von beiden Seiten ordentlich befüllt? Ja, wird es. Trotzdem Splitter? Nö, ist okay. So. Wozu warst du da? Achso, das ist gar nicht das Munitionsband. Das ist wieder so ein sinnloses Ding, was ich gar nicht mehr brauche. Sinnloses Ding bitte abreißen, das verwirrt mich nur. Das heißt, du gehst jetzt einfach darum und jetzt am Munitionsband lang. Ja. Den ganzen Untergrund, den ich gebaut habe. So. So. Warum habe ich die Sachen alle so nah rangebaut? Weil ich keine Wahl habe, richtig. Weil ich die Ölfälle ja nicht wirklich umsetzen kann. Wobei das auch noch ein interessantes Prinzip wäre. Man baut einfach den Pumpjack irgendwo hin und hat den Untergrundrohre. Das richtige Untergrundrohre. Die zu den Ölfeldern hinführen. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich gut machbar wäre. Oder ob es dann vielleicht wieder zu überpowered wäre und was weiß ich. Hier, richtig? Ja, so halb. Hoch. Gehen wir von hier einfach da drauf. Die hätte ich ganz gerne. So. Jetzt sollte demnächst da ganz viel Eisen ankommen. Und die werden nicht hinterherkommen, also splitte ich es vorerst hier auf. Nee. Ich glaube, ich mache das eher so. Und setze das hier noch alles hinten ran. Und lege es dann. Ich mache dann nicht. Hier die Ärmchen und lege es da auf dem Fließband. So. Irgendwie. Jo. Mittig war blau. Zip, 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 zip. Und rote habe ich auch noch genug, ne? Ja. Daneben, 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 daneben. Gucken wir doch mal, wie ihr damit fertig werdet. Friss, friss. Schön. Das heißt, die. Ja, die können wir da lassen. Und die da ergänzen das Ganze noch. Schnapp, 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 schnapp. Oh, warte mal, ich hätte es ganz gerne, dass es hier auf der anderen Seite ankommt, also auf der rechten. Das heißt, ich mache einfach mal so. So. So, das heißt, die hier hinten links auf die rechte Seite und die da links auf die linke Seite und so. Da haben wir kein Problem, was sich da eh staut. Das ist ja
Okay. Das heißt, wenn jetzt noch irgendwo hier Eisenprobleme auftauchen sollten, was ich eigentlich so nicht sehe, liegt es an zu langsamen Fließbändern. Schaut aber gut aus soweit. Das heißt, ich könnte hier zwischen zum Beispiel irgendwo eine Stahlgeschichte machen. Also einfach einen Schmelzofen hier ganz am Anfang, der also nur von den beiden Schmelzofen geliefert wird. Nimmt es da raus und tut es hier in die Kiste. Die ich mal so beschränke. Also es werden nur 4 Stacks Stahl erstmal hergestellt. Sollte vorerst reichen. Gut. Also, wir haben zumindest hier bei der Lavalampe wieder genug Eisen. Wir haben genug Kupfer. Dafür haben wir oben nichts. Also gar nichts. Und ich baue jetzt weiter Solar Panels, richtig? Soweit der Stahl da ist. Oder hatten wir noch irgendwas? Also ich wollte auch noch mehr Grinder bauen, das ist richtig. Ich wollte langfristig auch noch die Power Armor bauen. Essen ist immer noch irgendwie problematisch. Wobei beim Essen, es wurde zwar nicht gesagt, dass es in irgendeiner Form einen automatischen Fischer gibt oder eine Fischfanganlage oder was in der Richtung, aber man kann von Hand fischen und es soll wohl auch ziemlich viel Biomasse geben. Allerdings weiß ich nicht, ob bei uns überhaupt noch Fische leben. Da ist einer. Komme ich mal nicht ran. Das heißt, wir laufen jetzt am Ufer lang wie ein Primitivling und versuchen Fische mit der Hand zu fangen? Kann ich mit dem Raketenwerfer rein? Oh, warte, kann ich echt mit dem Raketenwerfer reinschießen? Oder mit der Gatling Gun? Ja, kann ich, aber dann bringen sie kein Fleisch. Gut, das war for science. So. Da drüben sehe ich noch welche. Lauf einmal hier rum. Also Dynamitangeln geht schon mal nicht. Klick. One Organic Food. 700. Was? Gab das jetzt ein? Tun wir hier rein. Hält ja eine Weile. So. Also ich habe jetzt 0 Organic Food. Jetzt will ich noch einen Fisch haben. Du da. Komm zurück, sonst baue ich einen Steg. Ich kenne da gar nichts. Ja. Mit unseren super langen Armen kommen wir gleich ran. Ups. Jo, 400 Organic Food. Also vielen Dank für den Tipp. So können wir mal eben schnell Essen bekommen. Sogar ziemlich viel Essen. Schmeiß auch noch rein. Und ich muss halt nicht alle paar Folgen wahllos irgendwo Bäume roden. Ja, sehr gut. Nom. Komische Breipaste aus Fisch und Baum. Super. Du kriegst mehr davon. Können wir da so ein bisschen was machen? Research mal. Das geht schnell runter. Wir haben noch nicht genug DNA, aber das kommt von allein. Das ist okay. Genau, machen wir hier weiter. So schöne Speicheranlage. Wobei hier schon angemerkt wurde, dass sie im Weg ist bei so ziemlich allem. Aber das ist kein Problem, weil wir haben ja später genug Bauroboter, die können es dann automatisch hier abreißen. Außerdem bin ich mir gar nicht sicher, wie sehr wir diese Lavalampe überhaupt noch diese Lavalampe überhaupt noch erweitern. Und ob denn nicht bald dann die Roboter da sind und wir die Lavalampen gar nicht mehr brauchen, sondern wir mit Kisten arbeiten können. Das Geräusch ist echt nervig. Ich geh da weg. Stahl. Genau, ein Stahl habe ich es gerade. Gib mir. Wow, die brauchen echt viel. 5 pro Stück. Ein Stahl sind 10 Metall. Also. Achso, und steht's. 15 Eisen. Die Eisenplatten sind für die Chips. Also 15 plus 65 Eisen für ein einziges Solarpanel. Ganz schön viel Eisen. Und die Schmelzöfen kommen definitiv hinterher. Ich sollte... Achso, hier unten wird es ja alles weggefangen. Das ist völlig okay. Das heißt, ich habe für den Eigenbedarf jetzt ganz viele Eisenkisten hier unten. Schöne Sache. Roboports sind anscheinend... wichtigeres Problem gerade bauen. Oh, die Ruheports. Da. 45 Stahl. Okay, vielleicht doch ein paar mehr Schmelzöfen machen. Nochmal. Da noch einen hin. Kisten.
Kisten, Kisten.